Hey liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts. Dream Drop Distance für die PlayStation 4. Im letzten Part haben wir uns hier im Raster weiter umgeschaut, ein bisschen was kaputt geknackt und so weiter. Und sind jetzt eben hier zur Arena gleich. Ja, wir sind jetzt eben hier und ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Wir gehen jetzt erstmal zurück hierhin, weil hier müsste noch eine große Truhe gewesen sein. Also wir spielen nach wie vor Rico, Sora ist immer noch in La City de Cloche, der ist immer noch nicht im Raster. Aber darum werden wir uns höchstwahrscheinlich in diesem Part auch noch kümmern, denn wenn man unten rechts hinschaut, ist meine Sturzleiste schon sehr, sehr gut aufgebraucht. Und ja, sobald die leer ist, werden wir ja wieder zu Sora gehen. Und das wird höchstwahrscheinlich nicht mehr so lange dauern. Deswegen denke ich mal, der wird jetzt auch noch da dran da betreten, jeden Part. Oh, nicht schon wieder so ein hässliches Stück Scheiße, Alter. Geh dich verpissen in deinen Arsch. Danke. Erstmal einsammeln. Und diese, Alter, wirklich, diese Viecher nerven so heftig. Geh weg. Und du wirst aufgesaugt. Bratze. Gut, dann müsste jetzt da oben die große Truhe sein. Ja, okay. Dann jetzt möchte ich sie bitte haben. Ich will. Wow. Das Ganze wird jetzt daran abgeprallt, ja. Statt sich daran festzuhalten. Wow, danke, dass du jetzt einfach gar nicht springst, wenn ich drücke. Also er ist ja gesprungen, ja. Aber er hat nicht den hier gemacht. Nein! Wieso machst du es nicht nochmal? Du kannst doch noch dein... Hä? Moment. Ich verstehe es gar nicht ganz irgendwie. Ich will doch bitte einfach nur diese scheiß Truhe haben, ja. Weil, warum schräg? Nein, geh. Oh! Alter. Ich kack dir gleich in die Hose, Rico, echt. Ich kack dir in die Hose. Ja. Nein! Blöder Hundensohn. Ach, ich bin hier, lol. Stimmt. Wo geht's denn hier lang? Zu einem Portal, hey. Siege alle Gegner ohne Kommandos einzuwenden. Ja, mache ich dann beim nächsten Mal. Die Zeit ist jetzt eh so gut wie vorbei, ne? Cool. Meine Fresse. Wer hier ist jetzt nur Kacke drin. Pizza. Das ist jetzt nicht sonderlich das Gelbe vom Kock. Lassen wir mal noch eben die Bonuszeit anlaufen. Okay. Jetzt können wir ohne Kommandos einzusetzen. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Kann eine Weile dauern dann, aber ist okay. Wir haben noch 30 Sekunden. Ja, in der Zeit bekomme ich jetzt ordentlich Bonus-Kram. Das ist gut so. Oh Gott. Wir haben ja so viel AP. Nee, das darf ich nicht machen. Das gehört dazu. Machen meine Kumpels... Die machen nichts, oder? Die machen gar nichts. Ich habe nur noch 13 Sekunden. Das ist jetzt echt schlecht. Fünf Sekunden. Komm schon. Bitte sei der Letzte. Oh nein, der hat... Ha! Warum? Hallo, Karte. Okay. So, 158. Okay. Stürzen wir. Machen wir Sturzdämpfer oder nicht? Also Potion brauche ich auf jeden Fall nicht. Angriffsvorteil nehme ich mir wie immer mit. Ja, doch, komm. Kriegen wir immer noch 100 Taler raus. Das ist schon okay. Magievorteil brauche ich eigentlich nicht. Aber meine Viecher machen echt gefühlt gar nichts momentan. Okay. So, ich bin noch in La Cité de Cloche. Wollte ich hier noch irgendwas machen? Ich glaube, das Portal wollte ich noch machen, oder? Ja, stimmt. Da bin ich hergerannt, weil ich dachte, hier wäre das Portal gewesen. Und dann war es hier aber nicht. Dann war ich enttäuscht und dann habe ich ausgemacht. Weil ich dann gestürzt wurde. Wo bin ich denn? Okay.
Also müsste das ja hier relativ nearby sein. Ist das oben drauf? Das kann gut sein, ja. Ist es hier oben? Ah ja, hier. Tja, jetzt bin ich nur im Kampf, weil da unten irgendwo... Okay. Besiege alle Gegner in 20 Sekunden oder weniger. Ist das nur der eine? Nee, ist es nicht. Oh, nicht runterfallen. Ja, das ist genau das ist wahrscheinlich die Schwierigkeit. Einfach, dass die hier runterfallen. Wow. Ja, das kann ich abbrechen. Das ist doch schon wieder Unfug. Es gibt so ein paar Dinge, die sind einfach Unfug. Zum Beispiel sowas. Dass die Schwierigkeit einfach nur ist, dass die runterfallen und es dadurch einfach ätzend nervig macht. So, du bist jetzt erstmal gestürzt und du fliegst, danke. Und hier kann ich dich jetzt auch ganz normal... Nein! Oh, das war eine Sekunde mehr, ja? Warum hat denn der Sturz nicht getroffen? Hä? Das verstehe ich gar nicht. Warum hat der Sturz nicht getroffen? Ach, das ist schon wieder ein richtig ätzender Part, wirklich. Heute ist schon wieder alles nervig. Alles kacke. Ich muss mal wieder da hochkommen. Dann muss ich jetzt erstmal wieder warten, bis der Kampf vorbei ist. Wir müssen der Elektrosturz jetzt aufgebraucht. Okay, die muss ich jetzt erstmal wieder treffen. Nein! Ach Gott! Nicht! Oh! Das geht mir auf den Piss. Das geht mir wirklich gerade auf den Sack. Wie man eventuell merkt. Sowas geht mir auf den Sack. Sowas nicht Nötiges. Komm. Ganz ruhig, ja? Ich habe das bei Rico in einem immer noch nicht gemacht, ne? Ne, das war hier bei Sora. Bei dem scheiß Friedhof. Das war ja wirklich der unnötigste Kack überhaupt. Toll, toll, wirklich, super. Kamera! Mann! Kacke, echt. Was ist das denn für eine Kacke, wenn die Kamera ihm das versaut? Ich meine, wieso ist er überhaupt, das habe ich nicht verstanden. Wieso ist er einfach, er ist ja nicht runtergefallen, als ich in den Abgrund gelaufen bin. Nein, stattdessen hält er sich erstmal noch an drei Kanten fest, hört auf mit der Markierung von dem Gegner, nimmt die einfach weg. Der Gegner sowieso, dem ist einfach egal, dass ich Antigrav auf ihn zaubere. Alter, so ein, das ist doch, na, so ein paar Sachen müssen einfach nicht sein, ja. Das hier ist halt keine Challenge, das ist einfach nur Glück, ob die Gegner runterfallen oder nicht. Und das ist... What the fuck? Am besten mache ich dann gleich Antigrav auf den. Hatte ich wieder vergessen eigentlich. Naja, das jetzt sowieso. Manchmal da rutsche ich einfach direkt den Abgrund runter, wie jetzt. Und manchmal hält er sich erst noch dreimal an der Kante fest, bevor er mich runterlässt. Was ist das für eine Kacke? Schon wieder so eine einfach nur... dumme Challenge, so eine, die einfach nicht sein muss. Da, jetzt bin ich wieder einfach so runtergerutscht. Genau wie der Gegner jetzt. Ja, zwei Sekunden. Mann! So eine dumme Kacke, was ist das denn? Oh, das muss doch wirklich nicht sein. Das ist also locker vom, ich sag mal, in Anführungsstrichen, Skill, den man hier... Ja. Jetzt! Go! Was ist das denn gerade für ein Humbug? Bitte entschuldigt das. Am besten ihr macht den Part jetzt einfach aus. Ich gehe zwar gleich mit Sora noch in Raster oder spult weiter, bis diese dumme Kacke hier vorbei ist. Was ist das? Also wirklich, ich liebe Kingdom Hearts. Und
Das Spiel gefällt mir bislang auch echt ganz gut. Aber was ist das denn für ein unnötiger Unfug einfach? Ja, genau. Natürlich. Ja. Nice. Nice. Mann! Wieso geht ihr vom Vita in die Alt... Das macht keinen Spaß. Beim Schwierigkeitsgrad 1 für so einen unnötigen Kack. Das ist einfach nur blöd. Also ich meine, ich weiß, was ich anders machen könnte. Und ich mache jetzt auch was anders, weil man ja scheinbar anders nicht um diese dumme Kacke herumkommt. Aber ich hatte gehofft, das nicht extra machen zu müssen. Nämlich mein Deck noch anzupassen, also... Kann ich... Decks tauschen. Ich will jetzt mal bitte Deck 2, ja. Alter. Elektrosturz, Saugsturz. Ne, fangen wir so in der Reihenfolge an, wie wir es machen müssen. Na, dann machen wir es. Nein. Blitzrad, dann, ja, dann vielleicht Antigraf, keine Ahnung. Oder vielleicht mache ich auch gemacht, dann ist er langsamer am Anfang, ne? Wenn ich das an den Anfang packe. Danach dann vielleicht den Elektrosturz. Saugsturz ist ja egal. Jetzt ist meine Stimme gerade weg. Dann nochmal ein normales Blitz. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Ach, jetzt muss ich erstmal wieder warten, bis die vollgeladen sind. Alle vollgeladen sind. Okay. Aber wirklich, was ist... Also, ich habe mich jetzt wieder beruhigt, okay. Aber ich frage mich trotzdem gerade wirklich... Also, muss das sein? Das ist doch einfach nur... Einfach nur Getrolle von den Entwicklern. So einfach so... wir machen ein kleines Feld, damit er runterfällt. Und dann schafft man es nur mit Glück beim 370. Versuch. Lustig, wir sind die Entwickler und haben Spaß, wenn wir unsere Leute kaputt machen. Ja, jetzt falle ich natürlich wieder runter und der Gegner nicht. Das ist... Ja, das Gemach hat wirklich geholfen. Aber so eine dumme Kacke. Und dadurch habe ich jetzt auch so viel Sturzzeit verloren. Einfach so unnötig, so unfassbar unnötig. Das ist eine Katastrophe, echt. Wenigstens habe ich die Scheiße jetzt hinter mir. So, nächster Speicherplatz ist der da drüben, okay. Ja. Ja, einmal wieder auf die Weltkarte. Ich hätte dann aber gern wieder mein anderes Deck. Kann ich das hier ändern? Nee. Okay. Der Raster. Betreten. Kann ich das Part eigentlich auch gleich schon wieder ausmachen? Oh nein. Achso. Dreschtentag. Ich habe erst Dreckstentakel gelesen. Tja, da oben sind diese leuchtenden Dinge, aber wie. Jetzt ist wieder dieses gleiche Problem, dass ich keine Ahnung habe, wie man da jetzt am besten rankommt. Wenn ich muss jetzt mal wieder irgendwas abwarten. Oh, jetzt war ich gerade mega nah dran, aber ich konnte es nicht treffen. Ja, ich würde gerne ran und ihm Schaden machen, aber wie gesagt, es funktioniert halt nicht. Mal wieder. Ich bin fast tot. Bremse ab in den Laser. Ah, okay, gut zu wissen.
Heilen kann ich mich nicht. Ich würde ihn gern treffen. Aha, jetzt, jetzt. Nein, greif doch an! Greif doch an! Du bist es, ich glaube jetzt. Bin ich wieder nah genug dran, ja? Okay. Mal wieder ein bisschen Power, ein bisschen Aua Aua machen. Oh nee! Nee! Hör bitte auf damit, bitte. Nein! Oh, oh, der macht mehrfach! Hurensohn. Bitte stirb, bitte. Danke. Ich hätte es sonst nicht mehr lange überlebt. Ich hätte auch diesen Sound sonst nicht mehr lange überlebt. Und dann sterbst du. Kann das Sound bitte aufhören? Bitte. Danke. Die Truhe hier wiederholen. In the grid again. Der Raster. Puh, okay, jetzt muss ich mich erstmal... Müssen Sie mich erstmal wieder beruhigen. Von dieser tollen Challenge gerade. Oh, hier gibt es irgendwas Neues. Edle Fantasie und Elixier. Ich kauf mal eine. Einfach so. Hahaha. So. Oh, hier ist diesmal der Schnellreisepunkt nicht da. Ich sollte der fliegenden Maschine folgen. Okay, okay. So, aber erstmal hier ganz in Ruhe umgucken, ne? Hier sind noch Truhen und alles. Ich muss ehrlich sagen, ich habe gar keine Lust, durch diese Welt hier noch ein zweites Mal zu gehen, weil es halt... Das ist so ein bisschen genau das gleiche Problem, das Birth by Sleep auch hatte. Ja, ich finde, Birth by Sleep war ja wirklich ein großartiges Spiel. Und ich stelle es ja häufig, nicht immer, aber häufig beim Nachdenken auch über Kingdom Hearts 2, was fast schon wehtut, weil Kingdom Hearts 2 ist echt perfekt und... Da manchmal wirklich zu sagen, Birth by Sleep sei besser, das tut manchmal schon ein bisschen in der Seele weh. Aber ich empfinde das halt manchmal wirklich so. und... Aber auch Birth by Sleep hatte so ein bisschen das Problem, dass man halt in jeder Welt dreimal war, aber halt nicht immer so wirklich in neuen oder anderen Gebieten, sondern wirklich häufig einfach mal genau in den gleichen Gebieten mehrfach. Aber hier, aber da war immer noch irgendwas anderes. Wieso sage ich gerade so viele Wörter zweimal? Da war viel, wie gesagt, immer noch anders. Und in Kingdom Hearts 2 war es ja so, da war man ja mit einer und derselben Person immer in einer Welt. Und dann später, ganz viel später, ne, nicht direkt miteinander, sondern ganz viel später, nochmal in jeder Welt, aber dann auch in völlig neuen Bereichen. Birth by Sleep war es ein bisschen... Ja, da war man mit jedem nur einmal in der Welt, aber es waren halt drei Charaktere. Und daher war man quasi dreimal hintereinander. Ach nee. Da war es auch so wie in Kingdom Hearts 2, dass man erst einmal komplett durch, dann mit dem zweiten Charakter alle durch, dann mit dem dritten Charakter alle durch. Hier ist es so, wir spielen parallel beide. Das heißt, wir sind immer direkt hintereinander, zweimal in der gleichen Welt.
Und da auch noch kaum in anderen Gebieten. Also mindestens 75% so gefühlt sind auf jeden Fall die gleiche Welt, die gleichen Maps mit Truhen an genau den gleichen Stellen. Das ist ein bisschen sehr schwach, das muss man schon sagen. Ja. Und wir sind bei 21 Minuten. Es tut weh, aber ich werde den Part hier jetzt beenden. Das war der schlimmste Part dieses Projekts bisher. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass ich den Part jetzt nicht weitermache. Weil sonst wäre der abgefuckt. Für den Rest des Parts auch noch. Also bis dann und auf Wiedersehen. Morgen geht's ganz in Ruhe weiter. Hier mit Zora auf dem Raster.